Seid gegrüßt, meine lieben Seelen. Was ist das für eine Zeit? Ich bin gerade froh, dass ich weiß, welcher Tag heute ist. Und so geht es mir ganz oft. Und die ganzen letzten Wochen bin ich fast nur mit Menschen in Kontakt, die sagen, ich bin in einer Stille, ich bin in einer Leere, ich mag gar nicht mehr kommunizieren. Ich bin am liebsten nur noch so für mich ganz alleine. Und ein bisschen geht es mir auch so. Ich bin ja eine Quatschtante. Meine Lebenszahl ist die 30. Das heißt, mein Auftrag ist die Kommunikation. Ich kann kommunizieren, aber ich muss gestehen, es strengt mich an und ich muss mich aufraffen. Ja, und ich glaube, dass das auch in Korrelation steht mit den Schumann-Frequenzen. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass diese 5,5 Tage ausgefallen sind. Es gab ein Blackout. Und das heißt, wir waren abgetrennt vom morphogenetischen Feld, vom Kollektiv. Und dann haben wir die Chance, wirklich nur bei uns zu sein. Menschen, die aufgeräumt sind, die schon vieles abgearbeitet haben an Blockaden, die waren in einem tiefen Frieden und hatten deswegen keine Kommunikationslust und keinen Bedarf zu sprechen. Und die anderen sind in ein Loch gefallen, ja, in eine Leere und haben das Gefühl, es geht gerade gar nicht weiter. Es passiert nichts und ich bleibe stehen. Es ist ein Stillstand. Aber seid euch gewiss, genau in diesen Momenten, in denen wir das Gefühl haben, es steht, in mir geht nichts mehr vor, ich habe nur noch Probleme und es geht mir schlecht, genau da transformieren wir am meisten. Vertraut darauf und es kommt wieder eine andere Phase. Und diese Phase dürfen wir annehmen und wissen, dass es dann in eine ganz, auf eine ganz andere Ebene kommt. Denn wir bleiben niemals stehen. Wir bleiben nie stehen, auch wenn wir das Gefühl haben, wir verändern uns ständig und wir wachsen. Also nehmt es an, genießt es, würde ich gerne sagen, aber das geht in diesen Tiefen nicht. Da müssen wir durch. Das tut auch oft weh. Aber vergesst halt nicht, dass ihr belohnt werdet für diesen Prozess mit einer Phase der Leichtigkeit und der Freude. Und dann spürt ihr auch wieder dieses Gefühl, jetzt bin ich wieder auf einer neuen Etage und jetzt kommt wieder was Neues. Und ich sage euch in jedem Video, das ist die Definition von Leben. Dass immer was kommt, wir müssen schauen, dann kommt das Nächste, dann dürfen wir wieder ausruhen und dann kommt der nächste Auftrag. That's life. Ja, ich möchte heute aufgrund dessen, weil sich viele so verloren fühlen und an einem Wendepunkt stehen, über den Lebenssinn sprechen. Was für ein großes Thema. Oder über die Suche nach unserer Aufgabe. Denn ein Großteil der Menschen steht jetzt an einem Anfang. Besonders die, die ihren Job verloren haben, vielleicht sogar Partner. Viele Menschen im Umkreis brechen weg, weil wir gespalten werden, weil wir uns spalten lassen, weil wir andere Meinungen haben und aufgrund der Meinung aus einem vertrauten Kreise ausgestoßen worden sind. Auch das gehört zur Zeitqualität. Und ich empfinde das als Chance, wenn wir
wenn wir alles verlieren, alles hört sich dramatisch an, wenn wir unsere Existenzgrundlage verlieren, unsere Arbeit und vielleicht sogar unseren Partner und unser Zuhause, dann sind wir an einem Punkt, an dem wir wirklich mal schauen können, was ist mein Sinn? Warum bin ich hier? Warum bin ich auf diesem Planeten? Weil ihr seid kein Zufallsprodukt. Wir sind nicht auf die Erde geplumpst und keiner wusste warum. Wir haben unseren Platz, unsere Aufgabe, unsere Gabe und unseren Sinn. Und wenn wir den nicht finden, dann können wir nicht glücklich werden. Nicht wahrhaftig glücklich, sondern nur oberflächlich in ganz kleinen Phasen des Lebens. Und wir können nicht glücklich sein, wenn wir nicht auf unsere Seele hören, wenn wir nicht das tun, was unsere Seele sich wünscht und ausgesucht hat. Und das gilt es herauszufinden. Wenn ihr es nicht wisst, ist genau jetzt die Zeit, das zu tun, weil es ist doch eh alles, wenn wir ehrlich sind, jetzt erstmal ein Trümmerhaufen. Im positiven Sinne ein Chaos und aus dem Chaos immer nur entsteht etwas Neues, etwas Besonderes, etwas, was uns viel mehr entspricht. Und wir dürfen offen sein für das, und das ist eine schwierige Aufgabe manchmal, was uns das Leben bringt. Auch wenn es nicht schön ist und sich schmerzlich anfühlt. Denn wenn wir das nicht tun, sind wir blockiert. Dann sind wir im Widerstand. Und das passiert nur, weil wir andere Vorstellungen haben von dem, was kommen sollte. Das ist unser Problem. Anstatt einfach das zu nehmen, was kommt, sagen wir, nee, so habe ich mir es nicht vorgestellt, das will ich nicht. Und dann geht es uns richtig schlecht. Also warum nicht einfach sich öffnen und alles erstmal als Geschenk annehmen? Ich habe es schon mal gesagt, auch wenn es nicht schön verpackt ist. Ich habe schon damals in meiner pädagogischen Arbeit immer dieses Thema bearbeitet. Was ist eure Aufgabe hier auf dieser Welt? Und die Christina von Dreien, die hat dieses schöne Bild von einem Puzzle. Wir sind alle Puzzlestückchen vom großen Ganzen. Und jedes Puzzlestück hat seinen Sinn und seine Aufgabe, seine Bestimmung und soll an einem ganz bestimmten Ort sein, wo es auch passt, ja? Und in dem Moment, wo es nicht richtig liegt, ist es unglücklich. Und wenn jeder das erfasst, ja, welches Puzzlestückchen er ist, wohin er gehört, zu wem, an welchen Ort, dann wäre die Welt in Ordnung. In göttlicher Ordnung und alle wären glücklich. Aber die wenigsten von uns finden das heraus. Zumindest mal nicht in den ersten 40 Jahren. Weil wenn die ersten Keime kommen, ich möchte gerne singen, ich möchte gerne malen, ich möchte gerne berühmt werden, ich möchte gerne ein großer Redner werden, werden gedrückt, indem gesagt wird, damit verdienst du aber kein Geld. Du musst jetzt erstmal etwas lernen, damit du dich versorgen kannst. Und damit werden unsere Flügel beschnitten. Und dann machen wir das, im schlechtesten Fall, unser ganzes Leben. 20, 30, 40 Jahre. Und wenn ich eins weiß, in all meiner Zeit, die ich mit Menschen gearbeitet habe, die Quittung ist Krankheit. Quittung ist, dass der Körper nicht mehr kann und die Seele die Schnauze voll hat. Ich muss es einfach so sagen, weil sie ständig
Signale gibt. Ich möchte das, ich wünsche mir das. Wir haben doch da oben was ganz anderes für dich geplant und du machst es nicht. Und irgendwann schalten alle Instanzen ab und dann sind wir entweder krank oder schwach oder wir segnen das Zeitliche. Wir werden nur glücklich, wenn wir auf unsere innere Instanz hören, auf unsere tiefsten Wünsche, auf unsere Seele und wenn wir fühlen, was uns Freude macht, was uns glücklich macht, was uns erfüllt und dann dienen wir auch dem Großen und Ganzen. Und wenn wir den Mut haben, das einfach zu tun, dann werden wir vom Universum belohnt. Dann können wir irgendwann Geld verdienen damit oder leben, weil es die Menschen magisch anzieht. Die wollen das haben, eure Leistung oder das Produkt, was ihr da herstellt, weil sie an eurem Licht teilhaben wollen, an dem, was ihr aussendet, an Lebensfreude und an Seelenplan ausstrahlt. Und die wollen das. Und dann ist es ganz egal, was ihr da anbietet. Es ist die Energie, was das Produkt umgibt oder die Leistung. Und wenn wir der Seele nicht folgen und Umwege machen oder dem Erfolg nachrennen, dem Geld, dann könnt ihr meditieren und visualisieren und manifestieren, wie ihr wollt. Ihr könnt Urlaube buchen. Ihr könnt euch mit Materie umgeben. Das macht euch nie glücklich. Das funktioniert nicht. Ihr könnt nur das Glück finden, wenn ihr im Einklang mit eurer Seele und eurer Bestimmung und mit eurem Herz euren Weg geht. Und die Seele und das Universum, die gestatten euch Umwege. Oder auch wenn ihr falsch abbiegt. Das Universum und Gott ist gütig, ja, und sagt, dann macht sie halt einen Umweg. Aber wenn ihr auf dem falschen Weg bleibt, dann ist irgendwann Schluss, ja. Dann wird euch ein Stopp gesetzt und das Stoppschild ist in der Regel ein Unfall, eine tragische Situation oder eben, wie ich eben gesagt habe, die Krankheit. Und jeder von euch hat etwas Besonderes. Jeder ist dieses Puzzlestück. Und dieses Puzzlestück, wir sind hier, dass jeder die Welt ein bisschen schöner macht, ein bisschen gesünder. Das ist doch der Plan. Die meisten von uns bleiben da irgendwann stecken und resignieren. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, wo ich von außen sehe, welche Schönheit da ist, ja, und welche Talente in ihnen stecken. Und sie schmeißen es ihr ganzes Leben lang weg, weil sie nicht den Mut haben, das zu leben und den schwierigeren Weg anscheinlich zu gehen, aber er ist nur am Anfang stolprig. Wenn wir die ersten Schritte gehen, dann klappt vielleicht was nicht oder dann kommen Ängste, du kannst damit nicht existieren. Aber sobald wir auf dem richtigen Weg sind, wird es leicht. Und wenn es leicht ist, kommt es von Gott. Und dann sind wir richtig. Und dann geht auch vieles von alleine. Wie machen wir das? Die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und die mich umgeben, die diesen Weg noch nicht gefunden haben, die sind ja selber verzweifelt. Es ist ja nicht so, dass die das nicht wollen. Aber sie kommen nicht an diese Information. Ich kann nur sagen, das Wichtigste ist wirklich unser Herz und diese innere Instanz, von der ich immer spreche. Dass das,
was euch Freude macht, was euch Schmetterlinge im Bauch verursacht, wo ihr glänzende Augen bekommt, wenn ihr davon erzählt, wo ihr Zeit und Raum um euch herum verliert, was ihr am liebsten den ganzen Tag machen möchtet, dann seid ihr schon nah dran, ja. Und lasst es mal weg, diesen Verstand, der sagt, aber du kannst doch nicht und das bringt dir nichts. Und was sagen die anderen? Lasst es weg, sondern geht erstmal nur da rein, wo kribbelt jede Zelle bei mir? Und als zweites, ihr habt eine geistige Beratung, ihr habt ein Team um euch rum. Ihr könnt es fragen. Ihr könnt jeden Morgen und Abend, das sind einfach die besten Zeiten, weil morgens kommt ihr erstmal aus dem Schlaf, aus einer anderen Welt vielleicht und seid noch im Liegen. Das heißt, das Herz ist auf der gleichen Ebene wie der Kopf, der Verstand, der ist noch ein bisschen am Dümpeln und dann bittet, liebes geistiges Team, was ist meine Bestimmung? Was ist der Sinn? Warum bin ich hier? Gebt mir Impulse, gebt mir Menschen, gebt mir Situationen und Chancen. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch alle Sensoren ausstrecken. Für jede Minute seid präsent und schaut, wer schreibt euch an? Wo springt euch irgendwas im Außen an, auf das ihr Abfahrt, ja? Welcher Film gibt euch ein Zeichen? Es gibt Unmengen, ja, an Signalen, die ihr dann erhaltet. Und das sind die zwei wichtigsten Sachen. Befragt ganz offiziell und wenn es sein muss, jeden Morgen und jeden Abend, seid präsent und schaut, wer und was euch begegnet. Und schaut, was euch Spaß macht, was euch beflügelt. Und vertraut, dass das Richtige ist, was ihr dann empfangt. Und wenn dann sich plötzlich etwas einstellt, dann geht sofort ins Handeln. Ihr könnt den Verstand ja je nachdem, um was es geht, einsetzen. Aber er ist nicht unser Chef. Ja, die Seele ist unser Chef. Der Verstand hilft uns, Dinge zu regeln. Und dann handelt einfach, macht, ohne darüber nachzudenken, ob es gut ist, ob es ausgereift ist, ob die Farben stimmen, ob das Logo, egal, haut es raus, egal was es ist. Und dann wird es gut. Im Grunde muss man es nur wollen. Wenn ihr den Wunsch nach oben gibt, gepaart mit einem kräftigen, ich möchte das nicht nur, ich will es. Und dann öffnet euch für das, was kommt. Und die Leere in euch ist was Schönes. Wenn ihr nicht kommunizieren möchtet, dann lasst es doch. Macht euch doch keinen Druck, dem jetzt unbedingt antworten zu müssen. Oder wie ich, dass ich unbedingt ein Video machen muss. Warum denn? Wer erwartet das denn außer mir? Nehmt den Druck raus. Und die Leere ist wichtig, weil durch die Leere könnt ihr noch schauen, was ist denn da noch übrig in mir? Dann könnt ihr es doch viel besser anschauen. Dann reinigt ihr es und füllt es auf mit dem, was dann Neues kommt. Eine Leere ist auch ein Geschenk und kein Grund, dass ihr euch Sorgen machen müsst, dass was mit euch nicht in Ordnung ist, dass ihr jetzt depressiv werdet oder lethargisch seid. Nein, nutzt doch die Zeit der Stille für euch. Und geht nicht in den Widerstand. Das Schöne, das Leichte, die Lebensfreude,
der Humor, das ist immer da. Es ist ja nie weg, auch wenn ihr komplett in einem Loch hängt und nicht mehr weiter wisst und denkt, ich halte diese Situation jetzt, die wir alle haben, und wir stecken in ähnlichen Prozessen. Das ganze Großartige ist ja da. Es ist ja deswegen nicht verschwunden. Es liegt ja an eurem Fokus. Ob ihr jetzt den Fokus habt, nur noch auf das Elend und auf die Tragik in eurem Leben, oder ob ihr euch wieder ausrichtet, dass es eben auch noch das andere gibt und dass das immer da ist und dass ihr nur den Blickwinkel verändern müsst. Auch wenn das manchmal schwierig ist. Und die Leichtigkeit und der Humor ist allgegenwärtig. Und ich habe Gott sei Dank das Talent, auch in der schlimmsten Phase immer noch den letzten Funken, ja, der Lebensfreude oder des Humors zu finden. Denn im großen Ganzen wissen wir doch gar nicht, was das Leben ist, ja. Ob es nur ein Film ist, der abläuft, eine Illusion. Und ich sage immer den Menschen, kosmisch betrachtet oder universell, ist es nur ein Wimpernschlag, unser gesamtes Leben. Also nehmt das Drama auch mal raus. Schaut euch lieber dieses Thema an, was gerade nach Beachtung ruft, verabschiedet es, und dann fühlt es sich automatisch wieder leichter an. Ich hoffe, dass ich euch ein wenig dienen konnte mit meinen Worten, mit meinen Gedanken, und ich möchte euch sagen, bitte bleibt, wenn es wichtig ist für euch, bleibt doch bei euch, bleibt in dieser Stille, bleibt in dieser Leere und bleibt aber gleichzeitig stark und fühlt euch getragen von dem Universum. Ihr seid nicht alleine. Danke, dass ihr da seid. Mua.